Guten Tag, AP Deutschlernende. Herzlich willkommen zu diesem Vortrag für Einheit 3, Schönheit und Ästhetik. Mein Name ist Jennifer Redman und ich bin Professorin für deutsche Sprache und Literatur an Franklin & Marshall College in Lancaster, Pennsylvania. Heute spreche ich über das Thema, wer waren die Brüder Grimm und warum haben sie Märchen gesammelt? Wenn man an Schönheit und Ästhetik denkt, ist die deutsche Literatur natürlich ein zentrales Thema. Und eines der bekanntesten Werke der deutschen Literatur ist die Märchensammlung der Brüder Grimm. Also, das Märchen. Was assoziieren Sie damit? Was fällt Ihnen ein, wenn Sie das Wort Märchen hören? Denken Sie vielleicht an ein Königsschloss in den Bergen? An einen dunklen Wald, wo Räuber und Wölfe leben? Oder vielleicht an ein magisches Lebkuchenhaus? All diese Sachen und noch viel mehr findet man in der großen Märchensammlung der Brüder Grimm, die ab 1812 unter dem Titel Kinder- und Hausmärchen erschien. Den Brüdern Grimm ist es zu verdanken, dass die ganze Welt diese Märchen kennt und liebt. Wie ich heute erzählen möchte, waren Jakob und Wilhelm Grimm keine Märchenautoren. Sie waren, das heißt die bekannten Märchen, wie zum Beispiel Aschenputtel, Hänsel und Gretel, Schneewittchen und viele, viele andere, haben die Brüder Grimm nicht selber geschrieben, sondern sie haben sich die Märchen von anderen erzählen lassen und diese gesammelten Märchen dann aufgeschrieben und als Buch veröffentlicht. Eine Frage, auf die ich im letzten Teil dieses Vortrags eingehe, lautet: Wie haben die Brüder Grimm die Märchen, die ihnen erzählt wurden, geändert, bevor sie in dem Buch Kinder- und Hausmärchen veröffentlicht wurden? Hier sehen Sie einen Überblick über meinen Vortrag. Als erstes präsentiere ich einige wichtige Wörter, die im Vortrag vorkommen. Dann gehe ich auf diese Fragen ein. Was ist ein Märchen? Woran erkennen wir, dass ein Text ein Märchen ist? Wer waren die Brüder Grimm? Warum haben die Brüder Grimm angefangen, Märchen zu sammeln? Warum hat man sich in der Zeit um 1800 für Märchen interessiert? Von wem haben die Brüder Grimm die Märchen gesammelt? Wie haben die Brüder Grimm die gesammelten Märchen überarbeitet? Und dann zum Schluss schauen wir uns ein Märchen als Beispiel an. Wir analysieren den Märchenstil der Brüder Grimm anhand von Dornröschen. Am Ende dieses Vortrags werden Sie all diese Fragen beantworten können. Und Sie werden auch beschreiben können, was man unter Märchenstil bei den Brüdern Grimm versteht. Hier sind einige wichtige Wörter, die im Vortrag vorkommen. Merken Sie sich diese Wörter. Vielleicht wollen Sie hier auf die Pause-Taste drücken und einen Screenshot machen. Die Handlung, die Figur, sammeln, die Sammlung, die Ausgabe, das Volkslied, die Romantik, die Abwendung und die Hinwendung, das Mittelalter, die Aufklärung, noch ein paar mehr, der Nationalismus, die Besatzung, das kulturelle Erbe, die Quelle, der Adel, einen Text überarbeiten, das Vorwort, der Stil, die Spannung und die Beliebtheit. So, bevor wir auf den typischen Märchenstil eingehen können, müssen wir natürlich wissen, was ein Märchen ist. Woran erkennen wir, dass ein Text ein Märchen ist? Was sind die typischen Figuren, die im Märchen vorkommen? Was passiert normalerweise im Märchen? Wo spielt ein typisches Märchen? Und was für eine Sprache findet man im Märchen? Klicken Sie hier auf die Pause-Taste und schreiben Sie alles auf, was Ihnen zu diesen Aspekten des Märchens einfällt.
Also, im Märchen gibt es oft magische Figuren, wie zum Beispiel Hexen, Riesen und natürlich sprechende Tiere, wie der Wolf in Rotkäppchen. Zwischen den Figuren gibt es auch oft einen starken Kontrast. Die Figuren sind entweder gut oder böse, schön oder hässlich. Der Ausgangspunkt für viele Märchen ist der Moment, wo eine Figur das Zuhause verlässt und in die weite Welt geht. Da muss die Figur oft eine oder mehrere Proben bestehen und sich bewähren. In vielen Märchen passiert etwas dreimal. Das heißt, die Wiederholung ist ein typisches Märchenelement. Und natürlich gibt es fast immer für die Protagonisten ein Happy End, nachdem ein Konflikt gelöst wird. Märchen finden normalerweise im Wald oder in den Bergen statt, bei einem König, auf einem Schloss oder manchmal in einem Dorf. Wenn man an die Märchensprache denkt, denkt man natürlich an Formel wie »Es war einmal«, sowie kleine reimende Verse wie die bekannten Worte aus Schneewittchen, »Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist die Schönste im ganzen Land?« Jetzt sprechen wir über das Leben von Jakob und Wilhelm Grimm. Wer waren diese Männer, deren Namen man immer mit Märchen assoziiert? Jakob Ludwig Karl Grimm wurde 1785 in Hanau geboren, sein Bruder Wilhelm Karl Grimm 1786 am gleichen Ort. Die Familie lebte die ersten Jahre ihrer Jugend in Steinau und die Brüder besuchten das Gymnasium in Kassel. Die Brüder Grimm studierten ab 1806 an der Universität in Marburg und anschließend bekamen beide Anstellungen an der Hessischen Landesbibliothek in Kassel. 1830 wurde Jakob Grimm Professor an der Universität in Göttingen. 5 Jahre später bekam auch Wilhelm Grimm eine Professur an derselben Universität. Zu dieser Zeit engagierten sich die Brüder in politischen Fragen. Unter anderem halfen Jakob und Wilhelm Grimm dabei mit, die Menschenrechte in Deutschland zu formulieren. Für eine Streitschrift gegen den König von Hannover wurden sie und mit ihnen 5 andere Professoren 1837 entlassen. Die Brüder Grimm lebten 3 Jahre ohne Anstellung im Exil in Kassel. 1840 gingen die Brüder Grimm dann nach Berlin, wo sie an mehreren wissenschaftlichen Projekten arbeiteten. 1859 starb Wilhelm Grimm in Berlin, sein Bruder Jakob Grimm 1863 ebenso in Berlin. Natürlich sind die Brüder Grimm für ihre Kinder- und Hausmärchen in der ganzen Welt bekannt. Weitere Volksgeschichten und Legenden findet man in ihrem Band Deutsche Sagen. Die Brüder Grimm waren auch die Gründer der deutschen Philologie. Die Philologie ist ein wissenschaftliches Fach, in dem man die Geschichte einer Sprache studiert. Jakob Grimm hat das mehrbändige Werk Deutsche Grammatik geschrieben und zusammen haben die Brüder ein riesiges Projekt eingeführt, das Deutsche Wörterbuch. Bis zu ihrem Tod haben sie es geschafft, die Wörterbuchbände A bis F zu schreiben. Das Projekt wurde dann von anderen Philologen nach ihrem Tod aufgenommen und erst in den 1960er Jahren abgeschlossen. Jetzt wenden wir uns der zentralen Frage dieses Vortrags zu. Warum haben die Brüder Grimm Märchen gesammelt? Wie sind sie überhaupt auf die Idee gekommen, eine Märchensammlung zu machen? Die Idee, Märchen zu sammeln, kam von 2 Freunden, die auch Autoren waren. Clemens Brentano und Achim von Arnim haben damals Volkslieder gesammelt für ein Buch mit dem Titel »Des Knaben Wunderhorn«. Brentano hat Jakob und Wilhelm Grimm darum gebeten, Märchen für ihr Buch zu sammeln. Also die Märchen sollten in »Des Knaben Wunderhorn« erscheinen. Das war für die Brüder Grimm dann der Anlass, sich Märchen erzählen zu lassen und aufzuschreiben. Schließlich wollte Brentano dann die Märchen, die die Brüder Grimm ihm vorlegten, für sein Buch doch nicht nutzen.
Das heißt, die Brüder Grimm arbeiteten selbstständig an den Märchen weiter. 6 Jahre später erschien kurz vor Weihnachten die erste Ausgabe der Kinder- und Hausmärchen. Anfangs war das Buch nicht für Kinder gedacht, sondern für Wissenschaftler. Die Grimms wollten nämlich ihre Leserschaft zur Mitarbeit an der Sammlung anregen. Erst einige Jahre später, als die illustrierte kleine Ausgabe der Märchen 1825 erschien, wurde die Märchensammlung der Brüder Grimm ein Bestseller. Jetzt wissen wir, was der Anlass zu der Märchensammlung war. Aber warum hat man sich in dieser Zeit für Märchen überhaupt interessiert? Um diese Frage zu beantworten, muss man auf 2 wichtige Ideen eingehen: die Romantik als Epoche der deutschen Kulturgeschichte und den Nationalismus am Anfang des 19. Jahrhunderts. Die Epoche der Romantik reicht vom Ende des 18. Jahrhunderts bis weit in das 19. Jahrhundert hinein. Bezeichnend für diese Epoche war die Abwendung von der Antike und von klassischen Vorbildern in der Kunst. Das heißt, viele deutschsprachige Künstlerinnen und Künstler in dieser Zeit beschäftigten sich mit Themen aus ihrer eigenen Kultur und Geschichte, statt mit Themen der griechischen und römischen Antike. Diese Hinwendung zur eigenen deutschen Kultur bedeutete zugleich eine stärkere Hinwendung zur Welt des Mittelalters. Das Mittelalter galt als Ideal und wurde verherrlicht. Kunst und Architektur dieser Epoche wurden geschätzt, gepflegt und gesammelt. In romantischen Kunstwerken wurde auch die Natur und das Mysteriöse gefeiert. Ein Beispiel für diese Themen sieht man in dem Bild des deutschen Malers Caspar David Friedrich hier. Das Bild Abtei im Eichwald zeigt die mysteriöse Ruine einer mittelalterlichen Kirche von kahlen Bäumen umgeben. Die Grundthemen der Romantik sind also Gefühl, Leidenschaft, Individualität, was man alles als Reaktion auf das Monopol der Vernunft und des Rationalismus in der Zeit der Aufklärung verstehen kann. Obwohl eine Flucht ins Private und Individuelle und eine Hinwendung zur Vergangenheit typisch für die Kunst der Romantik waren, wurden die Künstlerinnen und Künstler dieser Zeit auch von dem aufkommenden Nationalismus beeinflusst. In dieser Zeit der napoleonischen Kriegen, und hier sehen wir Napoleon, wurden weite Teile vom deutschsprachigen Europa von französischen Truppen besetzt. Ärger und Ressentiment gegen diese Feinde auf deutschem Boden führte zu der Bildung einer deutschen nationalen Identität, deren Wurzeln in der gemeinsamen deutschen Sprache, Kultur und Literatur lagen. In dieser Zeit dann galten Märchen als kulturelles Erbe der Deutschen, das während der französischen Besatzung nicht verloren gehen durfte. Das Sammeln von Märchen war also ein Versuch, die Kultur des deutschen Volkes vor dem Vergessen zu bewahren. Hier muss ich aber betonen, dass die Märchen, die die Brüder Grimm sammelten, nicht unbedingt deutsch waren. Viele stammten ironischerweise aus Frankreich. Deshalb hieß ihr Märchenband Kinder- und Hausmärchen und nicht deutsche Märchen. Den Stoff für ihre Märchen bekamen die Brüder Grimm überwiegend von Frauen des Bürgertums und des Adels, die sie kannten. Diese Frauen hörten die Märchen von Dienerinnen und Dienern in ihren Haushalten sowie Bauern und Handeltreibenden. Als wichtigste Quelle galt die sogenannte Märchenfrau Dorothea Fiemann, einer Bekannten, die in der Nähe von Kassel wohnte. Dorothea Fiemann konnte eine sehr große Anzahl von Märchen ausführlich und detailliert erzählen. In diesem Bild sehen wir Dorothea Fiemann, wie sie den Brüdern Grimm hier eines ihrer Märchen erzählt.
Jetzt wissen Sie einiges über den Hintergrund zu der berühmten Märchensammlung der Brüder Grimm. Als nächstes stellen wir uns dann die Frage, ob und wie die Brüder Grimm die Märchen, die ihnen erzählt wurden, überarbeitet haben. In dem Vorwort zur ersten Ausgabe der Märchensammlung schreiben die Brüder Grimm, dass sie an den erzählten Märchen nichts geändert haben. Hier ist ein Zitat. Wir haben nämlich aus eigenen Mitteln nichts hinzugesetzt, keinen Umstand und Zug der Sage selbst verschönert, sondern ihren Inhalt so wiedergegeben, wie wir ihn empfangen hatten. Mit anderen Worten, die Märchen, die man in der Sammlung liest, sind dieselben Märchen wie die, die den Brüdern Grimm erzählt wurden. In den 1920er Jahren wurde aber ein handschriftliches Manuskript von der Märchensammlung entdeckt. Eine Analyse dieses Manuskripts zeigt, dass die Brüder Grimm die Märchen, die ihnen erzählt wurden, doch stark überarbeitet haben. Im letzten Teil dieses Vortrags wollen wir diese Frage beantworten. Wie haben die Brüder Grimm die Märchen überarbeitet? Welche Änderungen am erzählten Märchen haben Sie vorgenommen, bevor Sie die Texte in Ihrem Buch veröffentlicht haben? Die Antworten auf diese Fragen suchen wir in dem Märchen Dornröschen. Aber zuerst möchte ich die Handlung des Märchens kurz zusammenfassen. Das Märchen Dornröschen ist eines der bekanntesten Märchen der Brüder Grimm. Ein König und eine Königin wünschen sich ein Kind. Endlich bekommt die Königin eine Tochter und der König gibt ein Fest. Dazu lädt er die weisen Frauen des Landes ein. 13 weise Frauen gibt es insgesamt, aber weil der König nur 12 goldene Teller hat, lädt er auch nur 12 der 13 Frauen ein. Auf dem Fest beschenken die Frauen das Mädchen mit Schönheit, Reichtum und so weiter. Plötzlich kommt die 13. Frau und weil sie nicht eingeladen wurde, legt sie einen Fluch auf das Mädchen. Die Prinzessin soll in ihrem 15. Jahr an einer Spindel stechen und tot hinfallen. Die 12. Frau kann aber den Fluch mit ihrer Gabe mildern. Es soll kein Tod sein, sondern ein 100-jähriger tiefer Schlaf. Als das Mädchen dann 15 Jahre alt wird, sticht sie sich tatsächlich in den Finger und fällt in einen tiefen Schlaf, das sich über das ganze Schloss verbreitet. Rings um das Schloss wächst eine Dornenhecke. Nach 100 Jahren nähert sich ein Prinz der Dornenhecke, die sich vor ihm aufmacht. Er gibt Dornröschen einen Kuss und sie und der ganze Hof wachen auf. Dornröschen und der Prinz heiraten und leben glücklich zusammen. Jetzt vergleichen wir das Märchen, wie es im handschriftlichen Manuskript erschien, das heißt die Version, wir vergleichen die Version, die den Brüdern Grimm erzählt wurde, mit der Version, die in der ersten Ausgabe der Kinder- und Hausmärchen veröffentlicht wurde. Die Unterschiede zwischen diesen zwei Texten werden uns dann zeigen, wie die Brüder Grimm die Märchen, die ihnen erzählt wurden, für ihre Leserschaft überarbeitet und vorbereitet haben. Hier sehen wir den Anfang von dem Märchen im Manuskript. Ich lese vor. Ein König und eine Königin kriegten gar keine Kinder. Eines Tages war die Königin im Bad, da kroch ein Krebs aus dem Wasser ans Land und sprach, du wirst bald eine Tochter bekommen. Und so geschah es auch. Und der König in der Freude hielt ein großes Fest. Und im Lande waren 13 Feen. Er hatte aber nur 12 goldene Teller und konnte also die 13. nicht einladen. Im Buch haben die Brüder Grimm nur ein paar Sätze hinzugefügt. Sie haben zum Beispiel diesen Satz hier und hätten so gern eins gehabt. Und den blauen Satz haben sie auch hinzugefügt, dein Wunsch wird bald erfüllt werden. Diese zwei Sätze zeigen die Gefühle der Königin, bevor sie und nachdem sie das Kind bekommt. Ähnlich sieht es im mittleren Teil des Märchens aus. Hier heißt es im Manuskript,
Zitat, der König ließ aber den Befehl ausgehen, dass alle Spindeln im ganzen Reich abgeschafft werden sollten, welches geschah. Und als die Königstochter nun 15-jährig war und eines Tages die Eltern ausgegangen waren, so ging sie im Schloss herum und gelangte endlich an einen alten Turm. Und in der ersten Ausgabe lässt der König nicht nur einen Befehl ausgehen, sondern er, Zitat, hofft immer noch, sein liebes Kind zu retten. Und wir sehen auch, dass die Brüder Grimm die Schönheit der Prinzessin betonen, wenn sie hinzufügen, die Prinzessin war, aber wuchs heran und war ein Wunder von Schönheit. Erst am Ende des Märchens wird es wirklich klar, wie die Brüder Grimm das Märchen überarbeitet haben. Im Manuskript endet die Geschichte ziemlich abrupt mit diesen Worten. Zitat, wie er nun in das Schloss kam, küsste er die schlafende Prinzessin und alles erwachte von dem Schlaf und die zwei heirateten sich und wenn sie nicht gestorben sind, so leben sie noch. Hier aber ist das Ende in der ersten Ausgabe der Kinder- und Hausmärchen. Zum Beispiel, wir haben hier eine lange Beschreibung von der Szene, als der Prinz in den Hof kommt und auch am Ende, nachdem der Prinz Dornröschen küsst. Hier zum Beispiel, Zitat, und in dem Augenblick wachte sie auf und der König und die Königin und der ganze Hofstaat und die Pferde und die Hunde und die Tauben auf dem Dach und die Fliegen an den Wänden und das Feuer stand auf und flackerte und kochte das Essen fertig. Und der Braten brutzelte fort und der Koch gab dem Küchenjungen eine Ohrfeige und die Magd rupfte das Huhn fertig. Das Ende auch, da sehen wir auch eine Änderung, die beiden lebten vergnügt bis an ihr Ende, statt wenn sie nicht gestorben sind, so leben sie noch. Und wir sehen auch hier in der Mitte, wie die Brüder Grimm Spannung in die Geschichte brachten mit den Worten, und es war so still, dass einer seinen Atem hörte. Da kam er endlich in dem alten Turm. Und hier ist er auch erstaunt über ihre Schönheit. So, eine Analyse des Märchens zeigt uns, dass die Brüder Grimm das Manuskript stark überarbeitet haben. Ich glaube, das ist am Ende klar. Durch einen Textvergleich können wir folgende Unterschiede identifizieren. Wir sehen die Gefühle und Motivationen der Figuren, zum Beispiel die Königin und der König hätten so gern ein Kind gehabt. Die Geschichte wird lebhafter durch direkte Rede. Zum Beispiel der Frosch oder der Krebs eigentlich sagt, dein Wunsch wird bald erfüllt werden. Die Besonderheit von Dornröschen als Hauptfigur wird betont. Sie ist ein Wunder von Schönheit. Durch detaillierte und lange Beschreibungen kann die Leserschaft die Szene gut vorstellen. Dann kam er ins Schloss und in dem Hof und, und. Es gibt mehr Spannung in der Handlung mit dem Satz, es war so still, dass einer seinen Atem hörte. Und schließlich legen die Brüder Grimm die Betonung auf das Happy End. Und sie lebten vergnügt bis an ihr Ende. Alles in allem können wir Folgendes über die Eingriffe der Brüder Grimm in ihren Originaltext sagen. Die Brüder Grimm haben die Märchen in ihrer Sammlung nicht geschrieben, sondern aufgeschrieben. Aber durch die Überarbeitung der erzählten Märchen haben sie einen schriftlichen Märchenstil entwickelt. Und dieser schöne Stil hat mit Sicherheit zu der Beliebtheit von Märchen gestern und heute beigetragen. Damit schließe ich meinen Vortrag über die Brüder Grimm. Ich wünsche Ihnen viel Glück mit Ihren AP-Deutschkursen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und auf Wiedersehen.